Hey, hier ist Johnny Vox von Sirens. Willkommen zum Podcast Nummer 2. Ja, vielen Dank, dass ihr unseren ersten Podcast so fleißig angeschaut habt und mitgemacht habt. Interaktiv wart für uns. Super, klasse Arbeit. Hier wollen wir unsere Question Battle, die wir im Teil 1 auf euch aufgelegt haben, beantworten. Weiterhin werden wir jetzt da reingehen, schauen, wie die Jungs hart arbeiten. Und natürlich euch noch ein paar geile Bilder präsentieren vom Lemmy, so wie wir abgerockt haben am Wochenende. Das wartet auf euch in Teil 2. Danke Jungs, jetzt gehen wir hier rein. Aber leise. Ja, ein bisschen höher. Solo. Hey Leute, was der Johnny natürlich nicht weiß, vorher haben wir natürlich richtig geprobt. So Leute, jetzt seid ihr warm. Kommen wir zum ersten Hauptteil von unserem Podcast. Sirens Question Battle. Rock Round versus Johnny Vox. Round 1. Fight! Hallo Family, ich habe die erste Frage für den Johnny. Und zwar habe ich die vorbereitet. Trägst du Unterhosen? Und wenn ja, ist schwarz deine favorisierte Farbe? Das weiß ich eigentlich so gar nicht, ob ich Unterhosen anhab. Warte mal, lass mal gucken. Ey, warte, komm raus! Es ist tatsächlich Black, Schießer Feinripp. Doppeleingriff, damit man alles im Griff hat. Round 2, fight! Wie seid ihr auf den Namen Sirens gekommen? Auf den Namen Sirens? Lass mich mal grübeln, überlegen. Das war irgendwie vor meiner Zeit. Also, da muss ich meine Tasche greifen und meine Karten ziehen. Nicht diese, nein. Auch nicht die anderen, sondern die Joker-Karte. Ihr wollt wissen, woher der Name Sirens kommt. Mal sehen, ob ich euch da weiterhelfen kann. Wo geht's denn auf, mein schlaues Buch? So, mal schauen. Sirens. Ich hab's doch mit einer Rakete markiert. Ah, da haben wir's. Der Name Sirens ist eine Wortschöpfung, vermutlich hergeleitet aus dem englischen Wort Stille, Silence, und der Sirene, Siren. Von Ungeweihten fälschlicherweise mit Meerjungfrau in Verbindung gebracht, was natürlich völliger Unfug ist. Es geht wohl eher um das Paradox zwischen Lautstärke und Stille. Außerdem wird gemunkelt, dass das Y in Sirens vom englischen Wort Syringe stammt, was interpretiert wird als unter die Haut. Wie man auf sowas kommt, wird wahrscheinlich immer ein Rätsel bleiben. Round 3, fight! Kommen wir zur nächsten Frage. Hofft ihr noch auf ein Sponsoring von 5.0, auch wenn sie dafür bekannt sind, kein Geld für Werbung auszugeben? Und kriegen wir was ab, wenn es doch klappt? Hoffen wir auf einen Werbevertrag. Wir haben noch keine Schritte eingeleitet, einen zu bekommen mit 5.0 Original. Und sollten diese Herrschaften dieses Video sehen und meinen, sie geben uns einen Werbevertrag und Freibier, weil das ist das beste Bier, dann werden wir natürlich ein großes Fest mit euch veranstalten und unseren Song Red Gold spielen. Aber ich weiß gar nicht, wie ihr darauf kommt, dass wir Red Gold mit dieser Dose geschrieben haben.
Das wäre mal eine interessante Frage. Wie kommen wir auf diesen Song? Ihr habt nach Red Gold gefragt. Wir haben es rübergebracht. Live im Lemmys am Wochenende in Bad Friedrichshall. Ein Gruß dorthin an den Chef Basti. Wenn ihr dort seid, besucht diesen Laden. Es lohnt sich. Und jetzt die geilsten Bilder vom Gig. Okay, jetzt zum Schluss wird ausgelost, welches Supertalent die nächsten Fragen von euch bekommt. Und dazu werde ich meine Joker-Karten ziehen. Ihr könnt mal drauf gucken. Ja, ich werde mischen und richtig rum, sonst sind die ja alle in der Luft. So, habt ihr das gesehen? Und jetzt dürft ihr natürlich ziehen. Oh shit. Oh, ich hab mal Arsch gemacht. Zeigen, musst du ja auch zeigen. Ne? The new challenger is Fritz. So Leute, jetzt kommen wir zum Schluss. Ich weiß schon nicht mehr, was ich sagen soll. Peter Main ist der Podcast. Okay.